Heute werden wir Rinderfilet aus dem Wok zubereiten. Um das Rinderfilet nach chinesischer Art zu machen, nehmen wir Pak Choi und schneiden es in kleine Stücke. Damit das Fleisch durchgebraten wird, muss man unbedingt das Rinderfleisch mit Roast Beef aussuchen und diesen dann in Streifen schneiden. Danach streifen wir die gelbe Paprika. Noch ein bisschen von der roten Paprika. Junge Maiskolben schneiden. Ein Knoblauchzehe. Frühlingszwiebeln und Erbsenhülsen in kleine Stücke schneiden. Zwei Löffel Öl im Wok erhitzen. Roast Beef braucht man nicht lange braten. Wenn das Fleisch weiß wird, geben wir Paprika, Knoblauch, junge Maiskolben, Erbsenhülsen, Frühlingszwiebeln und Pak Choi rein. Salzen und Chilipulver für den Geschmack hinzufügen. Ein bisschen von der Oystersoße. Zucker karamellisieren. In 7 Minuten ist das Gericht fertig. Dazu schmeckt Basmati-Reis besonders gut. Ich wünsche euch guten Appetit.